Hallo Leute und willkommen zum letzten GPL-Spieltag. Dieses Mal natürlich gegen Glabber. Und ich habe kein Tabling gemacht, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Ich werde einfach die Sets in die Kommentare packen oder so. Und ich kann ja trotzdem nochmal schnell drüber gehen. Das ist Lima auf der Käferlo mit drei Attacken und Ruort. Wir haben noch Hippoteros mit dem Beulenhelm gegen das Heracross. Was sehr nützlich sein kann, weil Heracross ehrlich gesagt das einzige Pokémon auf seiner Seite ist, das wirklich sonderlich gut gegen mich ist. Und ja, wir haben sonst Bronzong. Bronzong checkt natürlich einige Sachen, sowas wie das Gardevoir und natürlich das Ferrothorn. Dafür haben wir natürlich die Kraft selber Feuer eingepackt. Ansonsten hätte ich mir nichts anderes vorstellen können. Und natürlich hier wieder den Z-Kristall auf meinem Wolverock, einfach weil er es unboxt. Und zwar alles aus dem Team so ziemlich, denn ich habe auch den Feuerzahn für das Ferrothorn. Und ja, Azuma ist hier eine Trapper-Variante, das heißt, wir haben Whirlpool auf jeden Fall. Wir haben auch die Erholungsset. Und da ich nicht wusste, was ich sonst drauf spielen sollte, habe ich auch die Kraftreservefeuer hier drauf gepackt. Und ja, ein Scarf Lucario, weil das eigentlich auch sein Team zerstört, sobald wir entweder das Slowking oder das Ferrothorn getrappt haben. Ja, so viel dazu. Also, das Matchup ist auf jeden Fall auf meiner Seite, denn ich habe so ziemlich ein paar Pokémon, die ich in alle seine Pokémon reinswitchen kann. Und er wiederum hat aber nichts, um in Trikilo sicher reinzuswitchen. Er kann auch nicht sicher in das Lucario reinswitchen. Er kann auch nicht sicher in das Volvo reinswitchen. Und genauso wenig kann er irgendwas sicher in das Azumarill reinswitchen, weil er nicht hundertprozentig wissen kann, was das für ein Azumarill ist. Ansonsten, natürlich wäre gerade aber auch ein Problem, hätte ich nicht meinen Bronzong. Und ich habe sogar die Wikibeere auf dem Azumarill. Das heißt, das ist auch so ein bisschen langlebiger als sonst. Und ja, ansonsten hätte ich natürlich nur die Zitrobeere und ich heue ja immer rum, wenn ich nicht die 50% Beere habe, deswegen habe ich sie einfach mal draufgepackt. Ich meine, was könnte mir denn gefährlich werden? So ein gescarftes Scarabon ist jetzt nicht das Problem, natürlich wäre es so schnell als mein Trikevelo, aber ich habe dann mein Hypoteros, das ich dann die ganze Zeit gegenheilen kann. Weil es mir auf keinen Fall mehr als 50% macht. Wenn er Leben ist, macht er sich selber Chip Damage. Wenn er Wallband ist, ist er langsamer als mein Trikifalo und mein Wolvrock. Und ansonsten kommt es darauf an, in welchem Move er sich lockt. Dann wäre natürlich auch mein Zimmer imstande, was zu tanken. Lucario ist natürlich wiederum wieder schneller. Und ja, Heatran ist so ein Pokémon, das müsste irgendwie. Die Simo-Farben hat es aber nicht. Und ansonsten trifft es halt natürlich mit der Lichtkanone vielleicht mein Volvox sehr effektiv, aber ansonsten bräuchte er schon einen Grass Move, um Azumarill oder Hippoteros zu treffen. Gardevoir hat natürlich eventuell einen Spukball. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, die Sache ist, er bringt oft dieses Wish Support Set und das ist eben nur okay gegen mich, also es ist jetzt nichts Besonderes. Und Stachler könnten das einzig Nervige sein, aber ich habe kraftvolles Feuer auf Azumarill und Bronzong gesagt. Das bedeutet, dass er eigentlich nur Stachler gegen meinen Hippoteros sicher legen kann, denn ich habe die Feuerattacke auf den Käferlo, ich habe die Feuerattacke auf meinem Wolvrock und ich habe natürlich die Kampfattacke auf meinem Lucario, das heißt, dass das auf jeden Fall für ihn nicht so einfach sein wird. Und natürlich ist Slowking auch ein Threat, aber Käferlo existiert und Knirsch existiert und natürlich auch Azumarill. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal in den Kampf rein. So, der Kampf beginnt und ich habe mich einfach dafür entschieden, hier mit meinem Bronzong zu leaden. Der die Sache ist, selbst wenn ich keine Tarnsteinrüst bekomme, ich kann gegen das Gardevoir ganz gut leaden. Also, ich kann direkt rausfinden, was das für ein Gardevoir ist und werde auch direkt einfach den Gyro Ball drücken. Das ist so das Sinnvollste, was ich machen kann. Ich bin mir im Klaren, dass er jetzt weiß, dass ich Hitzeschutz habe, aber das bringt ihm halt immer noch nichts. Und wir sehen, dass er einfach drin bleiben möchte. Wahrscheinlich drückt er Ehrlicht. Denn das wäre so ziemlich das einzige, wofür es sich lohnen würde, hier drin zu bleiben. Es ist natürlich eine Option, mein Bronzong hier ein bisschen abzuschwächen gegen das Gardevoir. Allerdings macht Gyroball eben noch einen Haufen Schaden. Und die Sache ist, natürlich kann er sie theoretisch ausdollen mit seinen Wishes, aber das Problem ist, dass ich einfach Toxin drücken könnte. Und ehrlich gesagt, hindert mich auch nichts daran, das hier zu drücken. Denn wenn wirklich Heatran reinkommt, kann ich einfach rausswitchen. Und wenn es kein Ballon dreht, kann ich sogar einfach Erdbeben drücken, weil ich Hitzeschutz habe.
Und ich bin immerhin schon verbrannt, also mal schauen, was ich hier jetzt mache. Wir sehen auf jeden Fall, dass er in Rotom gegangen ist. Das heißt, wir gewinnen jetzt normalerweise dieses Matchup Hippotyros gegen Rotom, denn er ist vergiftet und ich kann hier einfach meine Tarnstelle legen. Normalerweise hat Rotom eigentlich nicht Toxin. Ich gehe mal davon aus, dass es auch ehrlich hat. Und wir sehen, dass er einfach direkt doubled. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem für mich. Ich bin, wie gesagt, in Hippotyros gegangen, denn das ist so das Sinnvollste, was ich hätte machen können. Oder nee, ich bin in Trikilo gegangen, weil das auch ganz gut ist. Stimmt. Trikilo ist ja normalerweise mein Switch in Rotom, denn dann kann er ja auch ihr Licht drücken. Und das wäre mir egal. Also, falls er jetzt irgendwas subhat, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm. Also, dieses Heracross könnte natürlich Sub haben, aber wir sehen, dass er einfach Toxin drückt. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen doof, weil natürlich meine Tarnsteine jetzt nicht unbedingt liegen bleiben. Aber ich werde die Tarnsteine trotzdem legen, denn ich sehe, dass dieses Skyborn Leftovers hat. Das bedeutet, dass es nicht wirklich viel Power hat. Außer, dass du jetzt irgendwie Schwertanz oder so, aber weil er rausgeht, kann ich mir relativ sicher sein, dass er keinen Schwertanz hat. Und wir sehen, dass er direkt in den Rotom rausgeht. Das heißt, er hat keinen Bock auf die Tarnsteine. Aber ich kann eigentlich direkt auch sein Defog nutzen, um in ein anderes Pokémon rauszugehen. Ich denke mal, ich bin zurück in meinen Trikivalo gegangen. Einfach weil er dann gar keinen Switchen hat. Also so komplett gar nicht. Ich meine, das einzig Doofe ist nur, dass ich natürlich den Sandschaden fresse. Aber das kann ich in Kauf nehmen. Ich kann theoretisch gegen Rotom immer Ruhr drücken. Was mir eigentlich weiterhilft. Und er geht hier aufs Auflockern, aber wie gesagt, juckt mich das nicht wirklich. Ich drücke ja erstmal Finsteraura und den Finsteraura kann er nicht wirklich etwas reinzwitschen. So das Einzige, was Finsteraura resistiert, ist natürlich sein Heracross. Aber Heracross ist natürlich so ein Pokémon, was den Feuersturm fürchten sollte. Und deswegen muss ich jetzt gucken, was er jetzt zum ersten macht. Er geht hier tatsächlich zuerst in das Heatran, aber seien wir mal ehrlich, ich drücke einfach weiter Finsteraura. Hier kommt natürlich erstmal die erste Finsteraura. Wir sehen, dass das natürlich nicht genug macht, um ein Tweetcode zu sein. Allerdings wüsste ich jetzt nicht besonders, was er mir machen könnte. Und wiederum sehe ich keinen Grund darin, rauszuswitchen, wenn ich einfach Finsteraura drücken kann. Deswegen drücke ich sie einfach weiter. Und wir sehen, dass ein Scaraborn reinkommt. Und um ehrlich zu sein, habe ich kurz nicht hingesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Was ein bisschen blöd ist. Und habe hier einfach Flammenwurf gedrückt. Habe gar nicht erst nachgekalkt, ob das killt. Denn ehrlich gesagt, ist jedes andere Pokémon auch gut gegen ihn. Also war es mir irgendwie egal, ob das jetzt down geht oder nicht. Und tatsächlich killen wir ihn ganz knapp nicht. Das heißt, er kann mich einfach rausnehmen. Das Glückste wäre natürlich gewesen, hier einfach rauszugehen in Hippotyros. Denn dafür war es ja da schließlich. Hätte ich wieder Tarnsteine legen können. Und ja, wir hätten den Prozess wiederholen können. Nur mit der Prämisse, dass er ein Scarborn lower ist. Und ich es dann ziemlich sicher mit Flammenwurf hätte danach killen können. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, Volvo gewinnt hier auch. Ich drücke einfach Feuerzahn. Denn falls er wirklich rausgeht in sein Ferrothorn, dann treffe ich das halt, wie wir sehen. Und ansonsten hätte er auch nichts in Steinkante reinzwitschen können. Und wir sehen, dass es ziemlich viel macht. Er ist aber auf jeden Fall physisch defensiv. Aber das ist so komplett egal. Ich kann hier einfach nochmal Feuerzahn drücken. Es juckt mich nicht wirklich. Die Sache ist, dass er hier natürlich in Heatran gehen kann, aber das ist wahrscheinlich nicht gescarft, wenn wir ehrlich sind. Deswegen drücke ich einfach mal den Z-Move. So, da sind wir wieder. Ich kann euch den Z-Move hier leider nicht zeigen, weil Nintendo das nicht erlaubt. Und damit hätten wir ja schon mal das Heatran rausgenommen. Und ich glaube, ab der Stelle hat er mir schon GG geschrieben. Er hat mir gesagt, dass er jetzt alle Pokémon hacken wird. Kann ich verstehen, denn es ist halt komplett egal, wie dieser Kampf ausgeht. Keiner von uns wird irgendwie noch Erster. Und ja, ich meine, ich kann hier einfach immer in Hippotyros gehen und kann wieder Tarnsteine legen. Er frisst natürlich erstmal den Sanddamage und die Vergiftung. Und normalerweise würde ich das Matchup hier einfach gewinnen. Das bedeutet, ich sehe nicht wirklich ein Problem. Die Sache ist halt nur, dass dieser Kampf noch ein bisschen gehen wird. Einfach basierend darauf, dass wir weiter noch 5 Pokémon haben. Ich meine, keiner von uns hatte ab jetzt wirklich Bock, weiterzukämpfen. Also da können wir, glaube ich, ehrlich sein. Also das merkt man natürlich auch schon, dass ich
gar nicht erst diesen Flammenwurf abgewirkt habe. Also es war mir einfach komplett egal. Die Sache ist eben, dass ich immer noch Lucario habe. Ich habe auch noch Vollbrock. Und ehrlich gesagt reicht auch Vollbrock allein, um dieses Match jetzt zu gewinnen. Es sei denn, er drückt natürlich den Wunschtraum. Und das ist so ziemlich das Einzige, was mich noch nerven kann. Und ja, ich kann hier einfach noch Kraft dieser Feuer drücken, damit er seinen Ferrothorn nicht hochhält. Ich meine, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was er tun sollte, denn das ist auf jeden Fall ein Gardevoir mit Schutzschild, denn sonst würde ihm Wunschtraum ja nichts bringen. Und ich gehe mal davon aus, dass er keinen Spukball hat, denn sonst hätte er keinen Stab. Das wäre nämlich nicht gut. Ich meine, die Sache ist, dass er sich hochhält, aber letzten Endes bringt ihm das gar nichts. Also dieses Bronzong wird stehen bleiben und es kann einfach Gyro Ball drücken nach Belieben, sobald ich dieses Toxin auf dieses Gardevoir bekomme. Und natürlich drückt hier nochmal Wunschtraum. Ich bin hier auf Toxin gegangen, einfach damit Gardevoir das natürlich nicht mehr machen kann. Aber ich misse natürlich, was das Ganze natürlich noch verlängert. Weil er sehr wahrscheinlich einfach rausgehen wird. Er wird nicht den Toxin auf seinem Gardevoir wollen. Und das wird das ganze Match natürlich noch verlängern. Ich meine, kann er wieder in Rotom gehen. Ich muss hier auch nichts riskieren oder so. Ich habe hier einfach Kraft sehr Feuer gedrückt. Denn wenn Ferrothorn reinkommt, dann kann er es natürlich Stachler legen und das würde das ganze Match noch länger machen. Und hier kommt natürlich nur der Wunschtraum auf das Rotom zustande, was aber okay für mich ist, denn es ist vergiftet. Und ich habe natürlich immer noch mein Hippoterus, was die ganze Zeit reinkommen kann und er kann halt nichts dagegen machen, also das ist halt so das Problem. Ich meine, die Tarnsteine sind noch draußen. Das bedeutet aber, dass er sie hier wahrscheinlich defogen wird, deswegen bin ich in meinen Lucario gegangen. Und ich bin danach einfach auf Knirsche gegangen. Ich meine, er hat wahrscheinlich die Anti-Undichtbeere, also die Buleo-Beere. Allerdings war es mir irgendwie nicht wert, nochmal rauszuswitchen. Deswegen bin ich einfach auf Knirsche gegangen. Unter Umständen hätte ich das aber trotzdem machen sollen, denn ja, leider geht das noch länger. Wenn er jetzt ein Irrlicht trifft. Und ja, er trifft das Irrlicht. Das bedeutet, dass mein Lucario eigentlich auch nutzlos ist. Aber solange ich Vollbrock habe, kann ich das eigentlich nicht wirklich verlieren. Von daher müssen wir halt gucken, dass ich das Ganze irgendwie beschleunigen kann. Ich kann jetzt zurück doublen in mein in meine Bronzong. Das ist so das Einzige, was ich noch gegen ihn machen kann, denn er wird wahrscheinlich hier direkt rausgehen. In sein Gardevoir. Wird natürlich noch einen Wunschtraum rausholen wollen, deswegen bin ich in die Bronzong gegangen. Und da er wahrscheinlich keinen Bock aufs Toxin hat, wird er wahrscheinlich hier auch wieder rauswitchen. Noch ist sein Gardevoir ja relativ healthy und er hat Rotom hochgeheilt. Das war so das Einzige, was er hätte machen können. Er wusste halt, dass ich die Kraft der Feuer auf dem Bronzong habe. Deswegen habe ich hier einfach nochmal Toxin gedrückt. Falls er drin geblieben wäre, dann hätte das Gardevoir nicht mehr den Wunschtraum-Support ausüben können. Und wir sehen, dass hier die Kraft ist ja auf jeden Fall connected. Und damit ist dieses Ferrothorn auch Geschichte. Das heißt, dass mein Bronzong hier auf jeden Fall das Gardevoir checkt mit einem Opfer. Verbunden, also. Ja. Ich meine, er hat noch das Garaborn. Aber hier kann ich einfach mein Lucario abwerfen. Denn Bronzong ist halt noch relativ nice gegen das Gardevoir. Ich habe das Toxin noch nicht drauf bekommen, weil es ja noch gemisst hat. Und wir sehen, dass er auf Abschlag geht. Weiß ich nicht, warum er das gemacht hat, aber. Naja. Jetzt kann Lucario auch noch was machen. Das heißt, ich drücke hier einfach Sternhieb und kill irgendwas. Und ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was er reinswitchen sollte, nachdem er sein Ferrothorn gesackt hat. Oder generell, nachdem er sein Heatran gesackt hat oder was auch immer. Gegen Lucario hat er irgendwie nicht wirklich was. Ich meine, natürlich hätte ich Knirsche direkt drücken können, falls ein Slowking reinkommt, aber es ist halt vollkommen egal. Ja, wir sehen auch, dass das Gardevoir gedroppt ist. Und natürlich hat er nicht wirklich eine Option. Ich meine, er hat noch seinen Scaraborn. Und ich habe mich hier aus Versehen verklickt. Deswegen lebt das noch und ich verliere mein Lucario. Aber ja.
Ich meine, wie gesagt, mein Wolgok sollte noch imstande sein, das zu gewinnen. Ich habe natürlich den Simu schon verbraten. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, denn die Sache ist, dass Slowking mir nicht wirklich sonderlich viel macht, wenn ich noch mein, Azumel habe. Deswegen kann ich hier einfach auf Turbofelsen gehen, das würde immer treffen. Und es würde auch das Rotom killen, weil das auch schon fast tot ist. Aber deswegen drücke ich es einfach nochmal, ich sehe keinen Grund hier noch rauszuswitchen. Deswegen gewinnen wir das eigentlich relativ sicher, einfach indem ich jetzt in Azumel gehe, Abgesang drücke und ein paar Mal Whirlpool. Ich meine, selbst wenn er Ränkeschmied hat, ist mir das vollkommen egal, ich habe mehr Sex als er. Das bedeutet, ich kann hier einfach Abgesang drücken und er wird nicht genug Runden haben, um alle meine Pokémon zu besiegen. Ich meine, er burnt mich noch. Das ist halt nochmal eine Animation mehr, die wir pro Runde sehen müssen. Aber ja. Mein Azumel heißt Kleber. Habt ihr das mal bemerkt? Also immer, wenn ich Vegetarier auf Azumel hatte, habe ich es irgendwie anders nennen müssen als Azukupplung. Naja, das liegt halt einfach daran, dass, ne, diese versteckte Fähigkeit nur obtainable ist über so diese komischen Ableger für den 3DS von Pokémon Gold und Silber. Und ja, in Gold und Silber konnte man leider noch nicht so viele Zeichen an seinen, also man konnte noch nicht so viele Zeichen für seinen Namen aufbrauchen. Das bedeutete, dass ich immer einen kurzen Namen wählen musste, wenn ich Vegetarier gespielt habe. Aber ja, das nur so nebenbei. Ich meine, er hat anscheinend die rote Karte oder sowas. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut, vielleicht habe ich einfach rausgeswitcht. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass ich hier einfach zurück in meinen Azumel gehe, denn es ist komplett egal, was ich mache, ich gewinne das. Leider habe ich danach auch rausgefunden, dass Kleber noch hätte Dritter werden können. Hätte er 6-0 gewonnen, deswegen hat er auch GG geschrieben. Als das erste seiner Pokémon gedroppt ist. Aber ja, es ist halt komplett egal. Ich wollte ihm ehrlich gesagt auch noch den Freewin geben, nachdem ich das erfahren habe, aber anscheinend darf ich das nicht. Von daher ist wahrscheinlich Present Dritter. Und ja, das war's. Ja, das war's zu dieser Season. Eigentlich ein ziemlich unwürdiger Kampf, aber was soll man machen, wenn keiner von uns wirklich Bock hat? Ich meine, so vor dem Kampf hatte ich wirklich Bock. Ich habe auch, finde ich, ein anständiges Team gebaut. Aber seien wir mal ehrlich, das war nicht sonderlich gut gespielt und ich musste ja auch nicht wirklich sonderlich gut spielen. Also das Matchup war schon wirklich in meinem Favor, weil ich meine, wir sehen wirklich, er hat nichts in Finster auch rein zu switchen, außer seinen Scarabaun. Und ab einer gewissen Range ist das einfach in Range von Flammenwurf. Das heißt, ich hätte nur einmal in Hypothero switchen müssen, dann hätte ich meinen Triolo den Rest des Kampfes gehabt und das wäre nicht so lästig geworden. Und nochmal sorry dafür. Sorry, dass es nicht so ein cooler Kampf war. Wie erwartet, aber was soll man machen? Also, ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen. Ich werde halt nächste Season auf jeden Fall aussteigen. Falls es überhaupt eine nächste Season gibt. Und ich glaube, dasselbe gilt so ziemlich für Gläber. Ich glaube, Lauris hat mir auch gesagt, dass er aussteigt, wenn er gewinnt. Was er auch tut. Ich kann jetzt noch was zum Kampf sagen, aber ehrlich gesagt habe ich so ziemlich keinen Bock drauf. Deswegen sage ich einfach was zur GPA an sich. Warum es irgendwie so kacke lief. Also, ne? Irgendwie hatte ich schon Stress und so. Ich meine, man hat gesehen, dass ich noch gegen Timo und Bene noch gewinnen konnte, aber irgendwie war es mir das auch nicht wert. Im Rückblick. Also ich wollte wirklich in der Hinrunde gegen Bene gewinnen und das habe ich halt nicht geschafft. Und irgendwie hatte ich danach keinen Bock mehr. Zumindest habe ich mir aber noch eingeredet, dass ich noch Bock habe, aber seien wir ehrlich, so wirklich Bock hatte ich nicht. Denn so die ganze Hinrunde hat eigentlich für mich schon viel ausgemacht. Aber natürlich macht so eine Rückrunde noch viel mehr aus, denn da hat natürlich jeder die Chance zurückzuschlagen.
Ich weiß nicht, ich bin einfach kein guter Teambuilder. Naja, ich habe halt immer versucht, so Teams zu bauen, die meinen Vorstellungen entsprechen. Und wenn eben nicht geklappt hat, wenn eben nicht geklappt hat, was ich wollte, habe ich halt verloren. Ich weiß, es klingt gerade auch so ein bisschen unmotiviert, was aber eigentlich nicht so sein sollte. Also, ich habe tatsächlich gerade wieder ein bisschen Freizeit. Und also insgesamt geht es mir gerade ein bisschen besser. Aber ja, die nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall Abstand von Pokémon halten. Und ja, wie gesagt, ich steige aus. Das heißt, jeder, der mich wegen der GPA abonniert hat, der kann mich jetzt gern deabonnieren. Das war wirklich von vornherein eigentlich nie mein Ziel so. Und ich denke mal, ich werd natürlich noch weiter versuchen, Videos zu machen, aber auf jeden Fall nur dann, wenn ich wirklich Bock habe. Deswegen werde ich da erstmal ein paar Wochen brauchen, um das zu verdauen so. Ich meine, für Gleber und mich war irgendwie, glaube ich, nur das Ziel, irgendwie for present zu sein, ehrlich gesagt. Und ja, das haben wir wahrscheinlich nicht geschafft. Und blöd gelaufen. Ich meine, ich kann mich jetzt nur noch entschuldigen, dass ich jetzt nicht so die guten Kämpfer abgeliefert habe in der Rückrunde. Aber es ging halt einfach nicht. Ich meine, ich kann nur noch auf meinen Merch aufmerksam machen. Das habe ich tatsächlich komplett ausgeblendet. Während der Season, aber ich wollte es auch nicht während der Season machen. Ich wollte es eigentlich erst machen, sobald ich fertig mit der Season war und stolz auf mich sein konnte, aber ja. So stolz war ich jetzt nicht so. Aber immerhin haben wir es beendet. Also, zumindest haben wir den letzten Kampf noch gemacht. Und ja, ich meine, das Match-Zeug, das sieht immer noch ziemlich cool aus, also. Ich denke mal, die Becher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Davon habe ich einen. Und ich bin mir nicht sicher, wie die Qualität der T-Shirts ist. Aber ich glaube, wird schon ganz okay sein. Hoodies habe ich jetzt nie wirklich gebraucht. Und ehrlich gesagt, erscheinen die mir auch etwas teuer. Also wirklich sehr teuer. Und denke ich mal, dass so Becher und Auspads ziemlich cool sind. Und ja, keine Ahnung, das Motiv sieht wirklich cool aus, deswegen. Natürlich nur, wenn ihr es braucht. Und ich zwinge euch natürlich auch nicht so, aber. Ich meine, ich finde die wirklich cool. Keine Ahnung, es fällt mir gerade ein bisschen schwer, Worte zu fassen, wie ich mich gerade fühle, aber. Ich bin froh, dass es vorbei ist und ich glaube, jeder ist froh, dass es vorbei ist. Dann sehen wir es halt im anderen Video wieder.